Der Überschuss an Kleidungsstücken auf unserer Welt ist ein Riesenproblem. Zusätzlich die Herstellung von solchen Kleidungsstücken. Wir müssen einfach umdenken, was sowas betrifft. Und Secondhand ist, was Nachhaltigkeit betrifft, eigentlich die einfachste Lösung. Und deswegen habe ich vor Monaten, wenn nicht schon vor Jahren, entschieden, Secondhand zu kaufen. Und das, was ich mir neu kaufe, versuche ich eben nachhaltig zu kaufen. Und in diesem Videoformat möchte ich dir zeigen, dass man sich richtig gut anziehen kann und das für viel weniger Geld. Ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute wieder über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug von Kleidung. Und in diesem Format möchte ich dir zeigen, dass man sich eigentlich schon ganz gut kleiden kann mit Secondhand-Kleidung. Ich habe mich vor Jahren entschieden, wie lange ist das jetzt her? 2, 3 Jahre? Also Secondhand hat sich immer mehr in meinen Kleiderschrank eingeschlichen und ich finde einfach den Prozess, sich was Secondhand zu kaufen, viel interessanter, weil das ist wirklich auch so ein Finden-Prozess, wie jetzt, wenn du so einen kleinen Schatz findest beispielsweise, und das würdest du nie im Laden schaffen von der Stange. Ich meine, die meisten Kleidungsstücke von mir sind eh von der Stange, aber mein Kleidungsstil ist viel individueller geworden. Fakt ist aber, ich habe am Wochenende jetzt einen Bericht gesehen vom Bayerischen Fernsehen, wo es um Kleidung und Nachhaltigkeit gegangen ist. Leider ist der Bedarf immer noch so, dass der nach oben geht an neuen Kleidungsstücken und der Konsum eben auch dementsprechend hoch ist. Aber auch mehr Secondhand gekauft wird. Also es ist so eine Art Verlagerung. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Sprich, Secondhand ist eine Möglichkeit, ist aber nicht wirklich eine Lösung, weil der Endverbraucher muss sich schon so ein bisschen an den Ohren ziehen und sagen, ich kaufe jetzt mal nicht alles, was mir irgendwie gefällt oder so. Ich versuche mich da auch zurückzuhalten. Es ist nicht immer einfach, definitiv nicht. Aber ich will diesen vollen Kleiderschrank von früher, möchte ich halt auch nicht mehr haben. Und jetzt bin ich so weit, dass ich jedes Kleidungsstück, was ich auch besitze, anziehe. Das gab es früher nicht. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt mal los mit Outfit Nummer 1. Und das habe ich wieder in meinem Bullet Journal stehen. Im Outfit Nummer 1 habe ich von Sarah so ein Shirt. Das habe ich auch bei Momox Fashion gekauft. Und bei dem ist das Problem, da darfst du keine Wasserflecken drauf machen. Da gibt es ganz komische Flecken drauf. Auch von Wasser. Das klingt echt komisch. Da hast du dann richtig so weiße Flecken drauf. Und deswegen trage ich das nicht so oft. Weil ich finde den Stoff irgendwie seltsam. Hinten hat es einen Reißverschluss, aber es sitzt halt unwahrscheinlich gut. Also bin echt zufrieden mit dem Teil. Nur das mit dem Wasser stört mich irgendwie. Dazu trage ich eine Leggings und eine meiner 3 Leggings von Dr. Curry habe ich vor kurzem kaputt gemacht mit dem Finger. Scheiße, echt. Ich habe voll ein Loch reingemacht. Und ich dachte auch, ich bin auch voll erschrocken gewesen, als ich mit dem Finger auf einmal durch die Hose durchgekommen bin. So, klar, ich habe jetzt im Moment auch wieder Krallen, aber das sollte nicht so sein. Also bis jetzt war ich immer positiv begeistert von der Qualität von den Sachen. Aber naja, dazu trage ich meine silbernen Ballerinas, die ich in letzter Zeit sehr häufig trage. Also die sind halt einfach unwahrscheinlich bequem, man kann sie schnell anziehen. Das ist so ein Schuh, der geht einfach immer. Kommen wir zum Outfit Nummer 2 und da trage ich mein weiß-rot gestreiftes Shirt von Topshop. Das sind natürlich so Marken, eben Fast Fashion Marken. Ich habe hier keinen Topshop, von dem hier hätte ich mir, glaube ich, nie was gekauft. Da wäre ich, glaube ich, auch zu geizig gewesen. Bestellt hätte ich da auch nie. Aber ich fand dieses Shirt, als ich es bei Momox Fashion gesehen habe, damals noch Jubab, richtig gut. Und da durfte das mit. Von der Qualität her ist es jetzt nicht der Hammer, aber ich habe auch gelernt, dass diese Knötchenbildung auf dem Stoff jetzt unbedingt ein Hinweis zur Qualität ist. Meistens ist es so und bei dem Shirt ist es auch so. Also es hat keine sonderlich hohe Qualität, aber es wurde jetzt von mir auch schon echt reichlich getragen. Also ich habe es schon sehr abgeliebt. Und dazu trage ich meine blaue Jogginghose. Mäßig. Also es ist keine Jogginghose, sondern es ist schon so für
für die Freizeit eine Hose. Wobei eine Jogginghose so jetzt auch inzwischen getragen werden kann. Ist ja nicht mehr so dieses Ding, ne? Die Hose finde ich super, die trage ich unwahrscheinlich gern. Die ist halt jetzt nicht so ganz hundertprozentig ideal, wenn es so richtig heiß ist, weil der Stoff so ein bisschen dicker ist. Aber ansonsten, die ist halt mega bequem. Da machst du einfach nichts falsch. Und auch hier trage ich meine silbernen Ballerinas dazu. Mein Outfit Nummer 3 trage ich so ungefähr heute schon wieder, weil ich es einfach liebe. Das ist dieses Shirt hier, was ich anhabe. Das geht über die Schulter. Das ist ein H&M-Shirt. Das hat nur die Problematik, da ist so eine Musterung drauf auf dem Stoff. Und das sieht so ein bisschen so aus, als wäre ein Fleck drauf. Aber ist es nicht. Ich bin schon ein paar Mal drauf reingefallen. Naja, aber ich mag es trotzdem. Besonders so gerade, wenn es bequem sein soll. Dazu die blaue Jogginghose wieder. Ich nenne sie jetzt einfach Jogginghose. Die ist halt einfach mega gut und ich trage die halt sehr häufig. Besonders halt, wie gesagt, wenn es warm ist, weil du kannst dich auch nach oben dann ganz einfach krempeln, wenn es noch kürzer sein soll. Also das ist richtig gut. Und dazu trage ich meine Vegetarian Shoes. Die sind halt eben auch ein Muss, wenn es so warm ist. Perfekter Schuh. Die habe ich mir letztes Jahr geleistet. Wollte mir die Schuhe zum Geburtstag kaufen. Dann sind die ewig ausverkauft gewesen wegen Corona und so. Und sobald sie da waren, habe ich zugegriffen. Ich kann es einfach nur empfehlen, mal sich gescheite Schuhe zu kaufen, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer so billige Sandaletten, die auseinandergefallen sind. Und für mich war halt der Zeitpunkt, als meine letzte Sandalette dann kaputt gegangen ist, jetzt durften neue her und das wurden dann die Vegetarian Shoes. Nächstes Outfit ist auch was, was ich regelmäßig trage, wenn die Sachen gewaschen sind. Das ist zum einen mein blaues Brandy Melville T-Shirt. Die Marke kenne ich von Annalena and Jess. Die Annalena ist immer bei Brandy Melville einkaufen gegangen. Ich kann es nicht aussprechen heute, also los, es ist zu früh. Brandy Melville. Vergiss mal das Ganze. Dazu trage ich eine Fremantle Porter Jeans und zwar hat mich die Jeans 1 Euro gekostet auf dem Flohmarkt. Die Frau wollte die Hose einfach loswerden und hat gesagt, wenn die nicht passt, schenken Sie die Hose weiter. 1 Euro macht man nicht viel falsch und das ist wohl wirklich wahr. Und die Kombination, das blaue T-Shirt und die Hose, das passt halt einfach unwahrscheinlich gut. Und dazu trage ich meine silbernen Ballerinas wieder auch. Wirklich ein Schuh, den ich kaputt tragen werde. Nächstes Outfit besteht aus meinem schwarz-weiß gestreiften Shirt, dem Shirt, was ein bisschen weiter ist. Ich habe viele gestreifte Sachen inzwischen. Das ist so ein Stoff, der hat sich schon recht ausgeleiert. Ich meine, ich habe das Shirt auch jetzt schon gefühlt ewig und das darf echt ein bisschen ausgeleiert sein. Das ist halt nochmal so, sitzt halt nicht mehr perfekt. Dazu trage ich meine schwarze Culotte, die ist vielleicht nicht perfekt. Aber wenn es warm ist und ich trage halt Kompressionsstrümpfe, ist es oft so, wenn du da noch irgendwie einen Stoff drüber hast, der direkt aufliegt, geht gar nicht. Deswegen die Culotte und dafür ist die Culotte auch echt in Ordnung. Und dazu trage ich meine grauen Stoffschuhe, die ich ebenfalls mal vom Flohmarkt gekauft habe. Für wenig Geld, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Eine Zeit lang habe ich die durchgehend getragen, jetzt nicht mehr so. Weil sie schon fast kaputt sind. Sie werden bald gegangen. Das bricht mir immer das Herz, wenn ich Schuhe wegschmeißen muss. Aber geht halt nicht anders. Nächstes Outfit. Und jetzt zeige ich euch mal mein erstes nachhaltiges T-Shirt. Das, ich weiß die Marke schon gar nicht mehr. Ich habe das über Avocado Store gekauft. Das kann ich einfach jedem empfehlen, der sich mit nachhaltiger Mode noch nicht so auskennt. Guckt euch den Avocado Store an. Das ist die gleiche Funktion wie Amazon. Das ist so ein Shopsystem. Ihr könnt dann bei den einzelnen Shops auch direkt mal auf die Homepages gucken, wenn ihr nicht über das Shopsystem bestellen möchtet. Aber Avocado Store ist halt einfach eine Variante, um mal so ein bisschen nachhaltige Mode kennenzulernen, also wenn man sich da noch nicht so viel damit beschäftigt hat. Und da bin ich auf das grüne T-Shirt gekommen, was super günstig war, ne? Also
ich weiß den Preis nicht mehr, es war auf jeden Fall günstig. Und dazu trage ich meine rostbraune Hose von Tok Tok. Die ist oben ein bisschen zu eng, weil die da keinen Gummizug hat. Aber hätte ich die Größe gekauft, wäre sie mir gerutscht. Das ist wieder so ein Problem, ne? Nicht jeder hat die gleiche Körperpassform. Ist halt nun mal so. Aber ich mag die Hose trotzdem total gerne, weil die halt einfach, die sitzt wie so eine Pyjama-Hose. Das ist halt so Baumwolle und total leicht und richtig, richtig cool. Und dazu trage ich dann auch wieder meine Vegetarian Shoes. Das ist für mich das perfekte Sommer-Outfit. Da machst du echt nichts falsch. Und ich fühle mich darin auch unwahrscheinlich wohl. Im nächsten Outfit habe ich ein etwas neueres Shirt. Ein Amplified-Shirt und ich hatte früher zwei Shirts, einmal mit Blondie und einmal mit David Bowie, ein berühmtestes Motiv mit dem Blitz im Gesicht. Leider habe ich da zu dem Zeitpunkt schon zugenommen und da haben die Shirts nicht mehr gepasst. Ich habe die also verkauft. Ich war ganz froh, dass ich das Shirt jetzt gefunden habe. Das ist jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig. Ich hatte vergessen gehabt, dass die Amplified-Sachen einfach ein bisschen enger geschnitten sind, aber es passt trotzdem. Ist jetzt auch wieder ein David Bowie Motiv. Ich liebe die Shirts einfach, ne? Also es ist nicht irgendwas drauf, sondern es sind immer schon so gut durchdachte Künstlermotive. Und dazu trage ich eine graue Jogginghose. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher ich die habe. War das so mein letztes New Yorker Teil? Das kann sein. Von der Qualität her ist die ist total knötelig, die ist nicht gut, absolut nicht. Aber die trage ich halt jetzt wirklich noch so lange, bis sie kaputt ist. Dann darf sie wirklich gehen. Und dazu trage ich meine silbernen Ballerinas. Passt halt alles. Grau in Grau sozusagen, verschiedene Grautöne. Ja. Das Amplified-Shirt, das mag ich halt. Das ist so eine Herzenssache, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig passt. Es ist trotzdem in Ordnung. Im nächsten Outfit trage ich ein Shirt, auf das ich immer wieder angesprochen werde, aber das gab es eine Zeit lang bei Bershka. Ich habe keinen Bershka. Wie gesagt, ich habe das auch gebraucht gekauft, war aber früher so ein Chupa Chups-Fan. Ne? Und ich werde da, wie gesagt, regelmäßig auf dieses T-Shirt angesprochen. Die bringen anscheinend immer wieder so witzige Shirts raus. Ich habe noch irgendwas anderes gefunden gehabt. War es Cola oder war es Pepsi? Ich glaube Pepsi oder so. Auch voll witzig eigentlich. Dazu trage ich meine grüne Stoffhose. Die hat so eine ganz komische Haptik, wenn du das anfasst. Das ist so ganz so komischer Stoff. Wenn du das direkt aus der Waschmaschine rausholst, ist das Außenrum von der Hose ist trocken, aber die Taschen sind klatschnass. Das ist mir jetzt wieder passiert. Aber ich liebe die grüne Hose. Die sitzt halt echt gut. Und auch dazu trage ich wieder meine silbernen Ballerinas. Man merkt, ich trage immer die gleichen Schuhe inzwischen. Kommen wir zum letzten Outfit. Und das letzte Outfit besteht wieder aus einem nachhaltigen T-Shirt von What About Tea. Die Farbe war vielleicht nicht hundertprozentig ideal. Ich hätte lieber gerne ein dunkleres Khaki gehabt. Aber manchmal sieht man das halt nicht an dem Foto im Internet, wie hell jetzt die Farbe rauskommt. Ist trotzdem okay. Habe ich auch für einen recht günstigen Preis geschossen. Zwei Stück. War so ein Doppelpack. Und so Basic-T-Shirts kannst du echt immer brauchen. Ne? Ob es zum Sport ist oder was auch immer. T-Shirts im Basic. Muss sein. Dazu trage ich meine Cecile Jeans und die Marke hätte ich früher nie beim Arsch angeguckt. Und die Hose, die ich da anhabe, die hätte ich niemals gekauft im Laden. Auch wenn sie mir vielleicht gefallen hätte. Ne? Also da war ich so arrogant. Cecile war nicht meine Marke, absolut nicht. Heute trage ich Klamotten, scheißegal auf die Marke, Marco Polo etc. pp. Ist egal. Mehr jetzt wirklich um Qualität und Gefallen inzwischen. Und die Jeans, die passt halt echt super, super gut. Und dazu trage ich meine weiß-schwarzen Pumas, weil es an dem Tag nicht ganz so warm war. Und auch die Kombination finde ich halt einfach super gut. Wie ist es bei dir? Trägst du schon nachhaltige Mode? Würde mich jetzt interessieren. Es ist halt wirklich ein wichtiger Schritt für unsere Gesellschaft, dass wir einfach aufhören, ständig zu konsumieren, ob es Secondhand ist,
ob es nachhaltig ist. Man muss sich halt auch ein bisschen fragen, brauche ich die Klamotte jetzt? Muss das wirklich sein? Muss ich mir ständig Kleidung kaufen? Man sieht auch an mir, ich kaufe immer mal wieder ein Teil oder zwei. Ja, und dann muss halt einfach auch ein Teil oder zwei, je nachdem, aus meinem Kleiderschrank gehen. Aber ich versuche, meinen Kleiderschrank nicht mehr so voll zu stopfen. Denn Fakt ist, je mehr wir haben, desto weniger ziehen wir von den Klamotten an. Was man ganz stark bei meinen Schuhen sieht. Also ich ziehe halt echt immer nur dieselben Schuhe an. Und da sollte man sich so ein bisschen drauf fokussieren. Und am Ende des Tages brauchen wir echt nicht so viel Zeug. Wie sieht es bei dir aus? Kaufst du schon nachhaltig und Secondhand oder nachhaltig oder Secondhand? Würde mich mal interessieren. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.